Die Enquete-Kommission 1992 hatte ja ein unsterbliches Verdienst. Sie hatte das Thema der Aufarbeitung ganz hoch oben angehängt. Dadurch, dass es diese Enquete-Kommission gab, war ganz klar, die Beschäftigung mit der DDR-Vergangenheit ist von grundsätzlicher Wichtigkeit. Indem die Kommission von SED-Diktatur sprach, war sozusagen eine terminologische Festsetzung erfolgt, die die gesamte Auseinandersetzung mit dem, was die DDR dargestellt hatte, bis heute bestimmt. Heute redet man von SED-Diktatur und alle Versuche, die DDR anders zu beschreiben und begrifflich zu fassen, sind demgegenüber in den Hintergrund getreten, auch wenn so ein gewisses Gefühl durchaus dafür vorhanden ist, dass der Diktaturcharakter der DDR eben doch von einer besonderen Art gewesen ist, was die Durchdringung der Gesellschaft anlangt. Also ein Thema, ein Bereich, da ist die Enquete-Kommission nur teilweise wirklich erfolgreich gewesen. Wir hatten ja bei den Anhörungen und bei manchen Expertisen auch immer wieder mit den Opfern zu tun, die eingeladen wurden, die über ihre Schicksale berichteten oder die ihre Dinge aufschrieben und ihre Materialien einsandten und so weiter. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass die Kommission noch mehr Zeit, Kraft und Formate gefunden hätte, diese Opfer angemessen zur Kenntnis zu nehmen. Es war von vornherein klar, es können nicht alle Schäden, die da durch die SED angerichtet worden sind, in irgendeiner Weise wieder gut gemacht werden. Weder finanziell, noch können also bestimmte Lücken und Blessuren in der Biografie wirklich ausgeglichen werden. Und das ist ein Problem, was die Enquete-Kommission eben auch nicht wirklich hat lösen können, dass sich die Betroffenen nicht hinreichend wahrgenommen und gewürdigt gesehen haben.